Hallo liebe YouTuber, es ist jetzt Anfang Februar und ich habe einen ganz tollen Chinaschilf, ein Zebragras, ein winterhartes. Und jetzt ist natürlich Zeit, dass dieses tolle Zebragras so langsam geschnitten wird, weil wenn man das jetzt nicht schneidet, dann, ja, wenn man das später erst schneidet, so rum, dann schneidet man die frischen Triebe ab. Und da mache ich jetzt was ganz Tolles im Video und das zeige ich euch, dass da wunderschöne Arbeiten draus gemacht werden können. Man sieht jetzt hier an dem Chinaschilf, das ist das höchste Eisenbahn, den zu schneiden, weil die frischen jungen Triebe, die kommen jetzt schon wieder raus. Also höchste Eisenbahn. Und ich versuche jetzt natürlich das so zu schneiden, dass ich die ganzen frischen Stücke nicht mit abschneide. Und wenn ich das Ganze geschnitten habe, dann wird es schön gebündelt. Und im Laden geht es dann weiter damit. Also man sieht jetzt schon, dass die jungen Triebe rauskommen. Es ist Anfang Februar. Das ist echt Wahnsinn, wie früh das also schon alles geht. Und hier ist mein schöner Rückschnitt. Den bündel ich jetzt mit meinem Bindebast, damit ich ihn gut transportieren kann. Und damit kann man jetzt ganz tolle Sachen machen. Vermeintlicher Grünmüll wird dann doch immer wieder von mir zu wunderschönen Arbeiten verarbeitet. Auf geht's in den Laden. So, das war jetzt hier ein bisschen Fleißarbeit. Also die langen Stücke, die habe ich jetzt schon zum Auto getragen. Und damit dieses Gras jetzt so richtig schön aussieht, habe ich jetzt alles an trockenen Halmen ausgeschnitten. Und wenn das Gras jetzt austreibt, dann sind die ganzen trockenen Stücke weg. Dann wird es richtig schön knackig grün. Also so sollte man das machen. Aber das dauert natürlich ein bisschen und das wollte ich euch jetzt im Video eigentlich nicht zumuten. Aber das ist jetzt der perfekte Schnitt. Auch wenn die Friseure zu haben, hier wird frisiert. So, hallihallo. Also, frisch geschnitten und schon kommen wir wieder in den Laden mit dem Chinaschilf, den ich ja gerade hier, wo ich gerade meine Pflanze auf dem Balkon so schön gerupft habe. Und mir ist da wieder eine richtig tolle Idee gekommen und deswegen gibt es heute ein Video von einer Tulpe im Topf, im Chinaschilf-Nest, bisschen Birke ist auch dabei. Aber schaut einfach rein und guckt euch was, guckt an, was ich euch nicht Ich zeige heute wieder eine neue Idee und zwar, das ist eine Tulpe im Chinaschilf-Nest. Aber guckt euch selber an, was ich mir wieder ausgedacht habe, weil mir gehen ja die Ideen nie aus. Mein Chinaschilf habe ich also schön gebündelt, damit ich den gut transportieren kann. Also Blumenbindebast ist nicht nur zum Blumenbinden so richtig schön, sondern natürlich auch hier, um anderes Gestrüpp zu bändigen. Und um das, dieses Nest schön dekorativ zu machen, habe ich mir auch Birke reingeholt. Eine ganz tolle Birke. Die ist traumhaft, weil ich liebe Birke, wenn die solche schönen Würmchen hat. Und wo ich die geschnitten habe oder wie das dann so aussieht in der Natur, das zeige ich euch gleich mal in einem kleinen Exkurs, nach was ihr dann so Ausschau halten müsst da draußen. So, hallo. So wie ihr mich kennt, bin ich natürlich mal wieder in der freien Natur auf der Jagd. Und wenn es dann so Birken gibt, die so wunderschöne, ja, so wunderschöne Fruchtstände an den Zweigen haben, also ich nenne das immer diese Würmchen, hier zeige ich mal eins, die sind natürlich wunderschön für die Arbeiten und es geht jetzt schon wieder darum, die in Sträuße, in Kränze für ganz tolle Dekorationen einzuarbeiten und dazu muss man halt ein bisschen unterwegs sein. Einige von euch kennen das ja schon, dass ich das immer mache
Und ich habe natürlich mit den Gedanken schon wieder die Frühlingsgrenze im Kopf. Und das sind jetzt nicht die einzigen Zweige, die ich hier ergattert habe, sondern ich bin schon eine Weile unterwegs. Und hier sieht man auch, es wird jetzt dann Zeit, dass ich so langsam wieder nach Hause komme, weil mein Wägelchen hat meinen Wagen vollgeladen und der geht jetzt wieder mit mir nach Hause. Und dann gucken wir mal, dass wir da schöne Sachen draus machen. So, aber das Thema heute ist, aus diesem schönen dekorativen China-Schild, denkt man eigentlich zuerst, es wäre Biomüll. Dachte ich früher auch, aber das ist lang her. Und mittlerweile weiß ich, dass da ganz tolle Sachen draus entstehen können. Ich breche diesem China-Schilf einfach ein bisschen das Genick. Ja, das ist also ein winterhartes Miscanthusgras. Das ist im Sommer total dekorativ. So. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Immer noch der gleiche Mann da. Ja, der Mann ist jeden Tag bei mir. Jetzt fällt mir auf. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich jetzt schon den Strauß bestellen. Ja. Also der China-Schilf, von dem hat man eigentlich den Eindruck, es wäre Grünmüll. Früher habe ich das auch dann im Wertstoffhof alles entsorgt. Und mittlerweile weiß ich, dass das eigentlich so schönes Material ist. Es ist viel zu schade, den zu entsorgen. Und ich habe auch schon ganz tolle Videos gemacht mit Frühlingsgrenzen. Also wer mich schon ein bisschen verfolgt, der weiß das. Aber ich habe ja auch, es gibt ja auch ganz viele neue Abonnenten auf dem Kanal. Und da blende ich nochmal die Infocard oben ein. Genau, die Kamera ist gerade woanders. Ja, genau. Ich blende oben die Infocard ein. Okay, danke. Und zeig nochmal, weil es gibt auch ein Frühlingskranz-Video, da zeige ich auch wirklich nochmal, wie ich Schritt für Schritt, wie das gemacht wird, weil das geht hier so zack, zack, zack. Und ich zeige es natürlich nicht in jedem Video, aber es gibt eine ganze Reihe Einsteiger-Videos. Da wird es so ganz, ganz toll erklärt. Und hier sieht man schon, wenn man also das Geschnipsel, das die Fransen abschneiden würde, dann kann man also schon erkennen, dass hier eigentlich auch ein hübscher kleiner Kranzkörper entsteht. Das ist also schon sehr dekorativ. Und ich mische auch ganz gern Materialien. Ich habe jetzt die Birke, nehme ich dazu auch. Und was man natürlich auch ganz toll noch nehmen kann, ist Heidelbeere. Man kann auch Moos drauf wickeln. Also da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, dass man so schöne natürliche Kränze wickelt und gestaltet. Und also in der Form, wie ich das heute mache, habe ich das jetzt auch noch nie gemacht in dieser Kombination. So, und hier ist natürlich, das, was ich vorhin gesagt habe, diese Würmchen von der Birke sind so toll. Hier sieht man also, wie dekorativ und wie hübsch die sind. Ja, die sind ganz, ganz klasse. Und deswegen sind meine Augen immer, wenn ich draußen in der Natur unterwegs bin, ist also ganz schlimm, mit mir spazieren zu gehen, dann suche ich natürlich auch nach diesen schönen Birken mit den Würmchen. Und jetzt kommt wieder das Thema Draht zum Einsatz. Weil ich muss auch irgendwann in diesem Kranz für ein bisschen Ordnung sorgen. Deswegen brauche ich einen schönen Myrtendraht. Und da meine Tulpe, jetzt komme ich natürlich wieder auf das gestalterische Element, da meine Tulpe in orange-rot ist, ja, ich zeige mal hier mein Schildchen, passt natürlich hier auch dann ein roter Draht dazu. Ich achte schon sehr darauf, dass das auch farblich dann passt. Und was ich super gern nehme für so einen Kranz, ist ein bisschen Heidelbeere. Ja, Heidelbeere bekommst du auch beim Floristen. Kannst du einfach mal fragen, willst du ein bisschen Heidelbeere oder bestellst du dir? Ja, kann dir eigentlich jeder Florist besorgen. Das ist ein sehr schönes Grün, ja, ein sehr frisches. Und das macht natürlich in diesen Kränzen eine wunderschöne Wirkung. Heidelbeere hält toll und ist, also ja, bis Ostern ist das eine
eine wunderbar dekorative Geschichte mit Heidelbeere zu arbeiten. So, ich mache das jetzt so partiell, wickel ich das in den Kranz rein. Gehört also tatsächlich auch zu meinen bevorzugten Arbeitsmaterialien für Kränze. Man sieht, ich rupfe das einfach ab und den Stiel von der Heidelbeere, den schmeiße ich weg. Und ich nehme nur diesen schönen grünen Teil, diesen von der Heidelbeere. Der wird hier in dieses Kränzchen reingearbeitet. Ich sage jetzt auch Kränzchen, weil das geht natürlich alles auch größer. Da braucht man dann viel mehr Material. Ich hätte ja noch ein bisschen was da, aber ich will es heute nicht übertreiben und es soll ja auch zeitlich in einem adäquaten Rahmen sein. Also größer geht immer, das wollte ich damit nur sagen. Das ist überhaupt kein Problem. So, und jetzt haben wir doch schon eine hübsche kleine Basis gearbeitet. Den Draht immer an der Spule seitlich festhaken, ganz, ganz wichtig, weil ansonsten spult er sich auf. Und es ist insbesondere bei einem neuen Draht, extrem ärgerlich und extrem schwierig wieder aufzuwickeln. Ich nehme mal mein ganzes Naturgewusle vom Tisch runter. Ich bemühe mich mal um Ordnung. Ordnung halten ist ziemlich schwierig im Blumenladen, kann ich euch sagen. So, und meine Idee war, ich möchte ja diese Tulpe da reinpflanzen. Und ich habe jetzt so einen kleinen Unterteller, hat ja jeder diese kleinen Untersetzerchen. Den möchte ich da reinsetzen. So, theoretisch geht das auch. Der ist jetzt fast zu groß, aber auch das ist kein Problem. Die Nummer kleiner, die liegt schon parat. Ach, wunderbar. Und damit er da nicht durchfällt, gehe ich einfach mit einem kleinen Trick vor. Und zwar, ich schiebe einen Orchideenstab hier, den schiebe ich einfach durch dieses Kränzchen durch. Ich mache das jetzt natürlich in dem Kränzchen nicht mittig, sondern gehe ich hier ziemlich unter den ersten Ranken, gehe ich hier durch, schneide es ab, mache hier wieder eine schräge Spitze und gehe einfach nochmal durch. Und dann kommt mein Unterteller tatsächlich nicht mehr raus. Wenn man das jetzt noch fixieren will, könnte man noch mit einem Tupfer Heißkleber diese Stäbe fixieren, aber ich glaube, ja, die kommen eigentlich nicht mehr raus. Und meine Basis für meine Pflanze ist hier dieses kleine Tellerchen. Schön, gell? Finde ich gut. Dann nehmen wir unsere Tulpe. Ich nehme die erstmal aus dem Topf. Die will eigentlich gar nicht raus. Und da muss ich jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen Erde abmachen. Das schneide ich jetzt einfach ab, weil das ist mir ja zu hoch, das Ganze im Moment. So, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Ja, sehr schön. Die Tülpchen sitzen. Und ich löse diesen Übergang gleich ganz unkompliziert. Ich gehe wieder her, nehme ein bisschen Moos. Ich könnte das theoretisch auch kleben, aber es ist eigentlich viel einfacher, wenn ich dann ein paar Drahtstücke nehme, den Draht so zum U forme und das Moos ja quasi auf dem, ach genau, Entschuldigung, ich muss auch meinen Müll wegmachen. Vielen Dank, mein super aufmerksamer Kameramann. Sieht es ja immer aus der Vogelperspektive. Und ich fixiere mit kleinen Drahthäkchen, mit U-Stücken, mein Moos. So. Und ich kann ja immer noch, um auch die Heidelbeere als dekoratives Element in der Arbeit wieder
ja, eine Wiederholung zu schaffen, gehe ich her und mache noch so ein bisschen Heidelbeere in die, ja, zwischen den Tulpen stecke ich die rein. Und Richtung Ostern könnte man natürlich immer noch Federchen, Eierchen, ja, das geht ja immer. Und wenn, also man kann sich ja vorstellen, wenn die Tulpen dann blühen, ja, ich nehme es einfach so als Pseudotulpe, dann kann man sich ja vorstellen, dass das noch richtig, richtig hübsch wird. Und ich verwende ja gerne andere Sachen noch weiter. Und jetzt haben wir hier auch noch eine ausgeblühte Tulpenzwiebel. Und das ist eine kleine und eine große, ach, noch besser. Sehr schön. Und dann nehme ich wieder nach meinem altbewährten Prinzip. So, ich muss immer dazwischen erstmal wieder meine Sachen vom Tisch räumen. So, ich nehme ein kleines Holzstäbchen und pinne das quasi in meine Zwiebel rein und kann diese Zwiebel als dekoratives Element in meinem kleinen Arrangement nutzen. Man muss halt, muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu tief bohrt in den Zwiebeln. Aber als Deko, als dekoratives Element ist es auch sehr, sehr schön. Ja, und das ist also meine heutige Idee, die Tulpe im, ja, im Chinaschilfnest. Der Chinaschilfrückschnitt ist wieder wunderbar verwendet. Gibt auch noch andere tolle Ideen mit dem Chinaschilf, die ich schon gezeigt habe. Da zeige ich auch noch mal in der Infocard, weil da lassen sich auch andere Pflanzen sehr schön damit dekorieren. Und ich hoffe, dass deine Idee mir heute, nein, dass meine Idee dir heute, Entschuldigung, gefallen hat. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du zugeguckt hast, auch bis zum Schluss. Ich zeige in den Infocards noch tolle, ähnliche, super Ideen. Und ich sage für heute Tschüss, alles Liebe, deine Margit.